Moin Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Runde GaxDB. In dem letzten Video habe ich für euch meine Oculus Quest ausgepackt und habe euch vorgestellt, was alles so rund um das Thema VR innerhalb der letzten paar Wochen sich so bei der Quest verändert hat und was wir von 2020 zu erwarten haben. Dort habe ich auch einiges an Zubehör ausgepackt, mitunter dieses wunderschöne Oculus Quest Case, in dem jetzt auch gerade meine Oculus Quest verstaut ist. Also das Ganze könnt ihr euch gerne anschauen, ist ein etwas längeres Video geworden, aber heute wirklich nur kurz und knapp einmal ein paar nette kleine Upgrades, die man für relativ wenig Geld sich besorgen kann von unterschiedlichsten Herstellern. Heute von Kiwi Design. Das Ganze gibt es bei Amazon und liegt hier an der Stelle mit dem Oculus Quest Headband. Ja, das ist ein Kopfband, mit dem das Gewicht einiges gleichmäßiger auf den Kopf verteilt wird und einfach besser sitzen soll. Ja, stellt sich natürlich nur die Frage, ob sich das Teilchen lohnt und dann in der Praxis sich auch gut verwenden lässt. Das Ganze kostet etwas über 15 Euro, so 16, 17 Euro im Moment und ist daher jetzt nicht allzu teuer, aber wenn man das Ganze aufrechnet, ja, dann ist das schon ein relativ, es ist auf jeden Fall eine Investition, die man in seine Quest tätigt. Genauso wie hier diese Knöchelriemen oder Knuckles. Ja, die Knuckles kennen wir ja von der Index, von der Valve Index und den Controllern, dass man eben die Freiheit hat, die Controller auch während der Benutzung eben loszulassen und sie trotzdem noch fixiert an der Hand zu haben. Auch hier gibt es von verschiedenen Herstellern eben andere Alternativen, jedoch ist hier von Kiwi Design tatsächlich das Ganze relativ günstig mit zwischen 10 und 15 Euro. Und so liegt ihr bei etwa 30 Euro, wenn ihr sozusagen euch beides hier anschafft. Es gibt inzwischen auch noch ein weiteres Upgrade von Kiwi Design für die Oculus Quest. Und zwar sind das die In-Ear-Kopfhörer. Die Teile liegen so bei 20 Euro, sind damit gut 50% günstiger als das Original von Oculus selbst, das ich mir eben geholt habe. Ja, für 40 Euro habe ich mir damals die In-Ears geholt, bin aber damit super zufrieden und bereue es daher nicht, dass jetzt eine Alternative gekommen ist von Kiwi Design. Auch hier gab es bereits von anderen Herstellern in einem ähnlichen Preissegment die In-Ears. Und daher vermute ich, dass es nichts Überragendes sein. Für diese 20 Euro kann ich euch an der Stelle schon mal so weit sagen. Und ich denke eher, dass diese zwei Produkte, deswegen habe ich sie auch nicht ursprünglich mit der Oculus Quest vorgestellt, eher solche Gimmicks sind. Ja, denn 30 Euro ja, für solche PU-Leder Klettverschlussstücke, ja, das ist schon etwas happig, wenn man es sich genau vor Augen führt. Und dementsprechend denke ich eher, dass Kiwi Design hier sozusagen auf den Hype-Train aufgesprungen ist und einfach ein bisschen Kohle mitscheffeln will. Dementsprechend wollte ich die beiden Produkte hier einzeln für euch vorstellen, zeigen, wie man das Ganze auf die Controller montiert und entsprechend an der Oculus Quest selbst und dann entsprechend mein Fazit ziehen, ob diese Produkte hier was taugen, ob ich sie weiterempfehlen kann. Aber ja, bevor es jetzt hier an irgendeiner Form weitergeht, wechsle ich ganz kurz die Perspektive. Wir schauen uns die Teile hier einmal in der Nahaufnahme an und werden das Ganze dann entsprechend auf der Oculus Quest anbringen. Also, auf geht's! So, hier haben wir jetzt beides vor uns. Wie bereits gesagt, das Ding heißt Kiwi Design Knuckle Strap oder Hand Strip bzw. Knuckle Straps. So heißt das Zeug. Auf Amazon dürftet ihr das unter Handriemen finden. Aber wie bereits gesagt, die Anlehnung hier an die Index Knuckles ist unverkennbar. Und hier an der Stelle das Oculus Quest Headband. Wie bereits gesagt, das ist das neuere Produkt. Die gibt es schon etwas länger auf dem Markt. Es gibt auch eine Halterung bzw. ein Haltersystem, mit dem man das Cable Management so ein bisschen besser gestalten kann, und das Ganze kommt hier auf jeden Fall in solchen Zippern relativ unspektakulär verpackt, finde ich aber auch eigentlich ganz gut, denn es sind wirklich nur Kleinigkeiten, ja, ein kleines nettes Zubehör. Hier haben wir unser Kopfband, einen kleinen Beipackzettel haben wir auch, ein User Manual. So, hier wird auf jeden Fall die Anleitung beschrieben, wie man das Ganze montiert. Werden wir uns auf jeden Fall anschauen, ob sich das Ganze dann auch tatsächlich so einfach handhaben lässt
Und hier sieht man eigentlich relativ schön, ja, dass eben die Auflagefläche auf dem Kopf deutlich weiter nach hinten verlagert wird und dementsprechend das Gewicht hoffentlich besser verteilt wird und nicht so nach vorne lastig ist. Ja? Denn das ist etwas, worüber sich viele aufregen, dass die Oculus Quest dann doch relativ stark nach vorne abrutschen kann und das vor allem bei längerer Nutzung dann doch ein bisschen auffällig sein könnte. Was den Komfort angeht, sieht jetzt auf jeden Fall nicht allzu kompliziert aus. Ja, soweit so gut. Wir haben hier 18 Monate Garantie, 30 Monate Cashback, weil Amazon und Lifetime User Support. Alles klar. Also Kiwi Design ist an sich bis jetzt immer relativ gut gewesen. Ja. So, so schaut das Ganze aus. Wie bereits gesagt, wir haben hier mehrere solcher Straps, ja, mit Klettverschluss. Wir lassen das Ganze jetzt hier auch an den ursprünglichen Stellen. Ja, sieht alles soweit ganz hochwertig aus. Also fühlt sich wertig an, fühlt sich angenehm weich an. Die Frage ist natürlich, wie lange so etwas hier von der Oberfläche bleibt. Einfach weil es PU-Leder ist, beziehungsweise so ein Silikon. Und das natürlich auch ja, Verschleiß haben wird. Aber ich denke, ja, zumindest so vom ersten Eindruck ist es sehr, sehr weich, auch vom Innenleben. Hat eben Klettverschlüsse und wie sich das Ganze montieren lässt, finden wir gleich heraus. Vorher schauen wir uns jetzt hier nochmal die Knuckle Straps an. Auch die sehr, sehr unspektakulär. Und auch hier haben wir eine kleine Anleitung. Oculus Quest und Rift S Touch Controllers, genau, beide benutzen halt dieselben Controller, entsprechend ist das Manual und das Produkt dasselbe. Ja, auch hier 18 Monate Garantie, nehmt es wie es ist, ne? Ist nicht verkehrt. Und hier haben wir die Knuckle Straps. So schaut das Ganze aus, auch hier wieder mit Klettverschluss gearbeitet. So. Nein, ich habe es gerade nicht kaputt gemacht. Das muss so. Zack, können wir wieder erstmal draufpacken. Das Material ist ein bisschen fester. Also das ist aber von der Haptik her definitiv identisch. Ja, also ihr habt dann eine richtige Kiwi Design Oculus, wenn ihr das Ganze mit beiden ausstattet. Also es ist definitiv stimmig. Hier oben ist natürlich nur so ein O-Ring, der das Ganze dann halt fixieren wird. Auch hier stellt sich natürlich die Frage, wie lange so ein Gummi-Plastikring hier an der Stelle tatsächlich halten wird. Vor allem bei aktiver Nutzung. Aber ja, wenn es auf jeden Fall das Tragegefühl so optimiert, wie es bei den eigentlichen Knuckles, ja, von der Valve Index der Fall ist, dann bin ich auf jeden Fall begeistert von dem Produkt und erhoffe mir genau das. Ja. So, jetzt packen wir hier einmal ganz kurz unsere Oculus aus. Aus unserem Tragecase. Hier unser Oculus Link Kabel von Anker. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem einfachsten an. Und zwar den Controllern. Ja, genau, dass es hier sitzt. Das sieht so richtig aus. Fühlt sich auch richtig an. Und jetzt, wie bereits gesagt, hier. So. Ja. Könnte man hier fast schon noch mal ein bisschen enger ziehen. Zack. Zack. Ja, wow. Also das fühlt sich auf jeden Fall gut an. Also sehr, sehr ähnlich wie die Index Knuckles. Tatsächlich. Man kann das Ganze natürlich auch ein bisschen weiter vorverlagern. Hält sich sehr, sehr gut. Kann man nicht anders sagen.
Also die Montage war jetzt wirklich nicht schwierig. Fühlt sich nicht an, als ob das Gummi jetzt hier an der Stelle groß strapaziert wird. Und ja, schaut vernünftig aus, wenn ich das so sagen darf. Also das behält auch so die Form, ja. Zack, habt ihr eure Trageschlaufe, packt es so ein bisschen hinter die Knöchel und habt dann hier auf jeden Fall gut die Möglichkeit, die Knöpfe zu berühren und die Controller. Das, was ich bloß jetzt hier an der Stelle anmerken möchte, es ist zwar angenehm, ja, es drückt auch nichts, es sitzt gut in der Hand, aber man spürt schon so ein bisschen dieses Gummi flexibel herumschwackern. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt das Ding wirklich loslassen würde und werfen würde, dann würde es mir 100 Pro aus der Hand fliegen. Und was mich am meisten stört, tatsächlich, ist die Tatsache, dass ich weiß, dass es irgendwann mal hier an der Stelle reißen wird. Das ist unabdingbar, das ist ein Gummiring, da sind Weichmacher drin. Durch Sonneneinstrahlung und einfach durch dieses dauerhafte Strapaziertsein, ja, da wird dieser Gummiring einfach irgendwann mal nachlassen. Und um ehrlich zu sein, finde ich das den Tragekomfort ohne dem Teil deutlich angenehmer, weil es dich automatisch dazu zwingt, eine andere Handposition einzunehmen. Das fühlt sich einfach deutlich natürlicher an, das Teil so festzuhalten. Und dann lässt man es halt einfach nicht mehr los, ja. Also notfalls macht man die Handschlaufen dran, die so schon im Lieferumfang enthalten sind, ja. Also, es fühlt sich nett an, ja, kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall nach einem Produkt, das an der Stelle durchdacht wurde. Das, was mir eben am deutlichsten aufgefallen ist, ist, dass eben meine Haltung von der Hand dadurch sehr, sehr stark beeinflusst wurde. Und dadurch konnte ich nicht nativ die Knöpfe so berühren, wie ich es sonst tun würde. Entsprechend, ja, finde ich diesen Kiwi-Strap zwar eine nette Idee, ja, für jeden, der gerne seine Quest-Controller loslässt, aber da die Quest sich eh in Richtung Finger-Tracking bewegt, und hoffentlich im Jahr 2020 dann halt dahingehend optimiert wird, sehe ich hierfür eher keine gute Verwendung. Also ist ein nettes Produkt, ja, ist gut verarbeitet, funktioniert soweit, aber verfehlt in meinen Augen einfach so ein bisschen den Zweck und die Bequemlichkeit hinter dem Produkt so an sich, ja, wenn man das so sagen kann. So, jetzt nehmen wir auf jeden Fall unsere Quest hier einmal heraus. Da haben wir die gute. Und wir haben hier definitiv unseren Headstrap, ja, ganz normal, wenn wir hier an der Stelle das Ganze langziehen würden, dann strafft sich das hier an, wenn man es hier rauszieht, dann ja, schiebt sich die Lasche nach vorne und man kann das Ganze nachschieben mit dem Klettverschluss und festziehen. Genauso auch hier im oberen Kopfbereich ist alles mehr oder weniger verstellbar. Ja, sitzt auch sehr, sehr angenehm auf dem Kopf, muss ich sagen. Also ich habe damit jetzt bis jetzt keine großen Probleme gehabt, was jetzt sozusagen den Tragekomfort angeht. Aber Kiwi Design will uns eben davon überzeugen, dass wir hier so ein Kopfband, ein Headband brauchen. Auch hier auf der unteren Seite führt ihr das Ganze einfach durch diese Lasche durch und fixiert das Ganze dann im oberen hinteren Kopfbereich. So, ein bisschen auf das Klettband draufdrücken und dann habt ihr hier ja, eure Oculus Quest Erweiterung montiert, was ich ganz praktisch finde. Ja, wenn ihr jetzt hier, sagen wir, ein Oculus Link Kabel verwenden würdet, so wie ich, dann ist es natürlich so, dass jetzt das Kabel, ja, also das USB-C Kabel, das ihr hier in der Front drin habt, zack, eben aus der Quest absteht. So, und ihr könnt dieses Kabel dann relativ gut hier in so eine Lasche mit einbinden, so, und abführen an der Seite. Aber damit ihr hier an der Stelle nichts beschädigt, wenn ihr jetzt herumfuchtelt, bietet es sich natürlich an, dieses Kopfband ein bisschen umzufunktionieren. Zack. Und eben hier als Schlaufe zu benutzen. Also
Ich denke, dass das der Hersteller zwar nicht so gedacht hatte, aber es ist, bietet zumindest die Option. Ja? Und das finde ich eigentlich ganz nett. Wertet dieses Kopfband natürlich ein bisschen für einen auf. So, aber ist natürlich nur relevant, wenn ihr entsprechend ein Oculus Link Kabel verwenden wollt. So, jetzt haben wir das Ganze montiert und ich werde das Ganze jetzt probeweise mal aufsetzen, ob tatsächlich der Tragekomfort jetzt dadurch besser ist. Ist natürlich jetzt zu hinterfragen, das müssen wir gleich ein bisschen anpassen, dass das Ganze entsprechend ja, ein bisschen besser für die Kopfform angepasst ist, entsprechend den Druck hier im oberen Bereich ein bisschen besser aufteilt. Ja, sieht jetzt nicht allzu toll aus, also auf den Bildern fand ich das ganze Produktchen ein bisschen besser, das ist, sieht jetzt ein bisschen zusammengeschustert aus, steht an der Seite Kiwi drauf und das war's soweit. Also wir wechseln ganz kurz die Perspektive. So, da sind wir soweit, wir haben jetzt hier unseren Kiwi Design Headband, das Headstrap hier auf der Oculus Quest jetzt montiert. Ist natürlich ja, optisch komplett ja, subjektiv zu beurteilen. Ja. Also man merkt schon deutlich, dass hier das Gewicht drauf liegt, ja. Also ich finde es nicht verkehrt, um ehrlich zu sein. Ich würde jetzt aber ganz gerne im Vergleich jetzt nochmal auf jeden Fall ausprobieren, wie sich die Quest anfühlt, wenn wir das Headband abnehmen. Aber so sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Lässt sich natürlich auch weiter nach hier verschieben, aber ich finde, so in dem hinteren Bereich finde ich es dann doch am angenehmsten. Ja. Ganz nett. Jetzt im direkten Vergleich probieren wir einfach mal aus. Ja, jetzt verteilt sich das Gewicht dann doch deutlich besser auf dem eigentlichen Kopfband von der Quest. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl... Also der Druck auf die Nase ist jetzt ein klein bisschen größer. Aber ich finde, dadurch sitzt sie auch einfach besser. Und ihr habt hier nicht solche komischen Teile an den Seiten. Also dadurch ist es auch deutlich wärmer auf dem Kopf, muss ich zugeben, also mit dem Kopfband. Und ich mag die Halterung der Oculus Quest eigentlich im Allgemeinen so schon sehr gerne. Entsprechend, ich habe dieselben Settings verwendet, entsprechend für meinen Kopf ein bisschen angepasst. Und ja, ich würde sagen, die Oculus Quest ist soweit, wie sie ist, schon relativ gut. Und da braucht ihr nicht diese 15 bis 20 Euro ausgeben, um hier so ein tolles Kopfband von Kiwi Design hier dran zu schnallen. Finde ich komplett überflüssig und entsprechend könnt ihr euch die Kohle wirklich sparen. Was ich aber wirklich sagen muss, ist die Tatsache, dass dieses PU-Leder vom Design her, von der Haptik sehr, sehr ähnlich bzw. identisch ist zu dem, was auch bei der Oculus Quest selbst verwendet wird. Entsprechend pflegt sich das Produkt von Kiwi Design hier wirklich sehr, sehr gut in das Produkt mit ein. Wer es braucht, ja, der kann da vielleicht zugreifen, aber ich finde es einfach unnötig und verwende meine Quest lieber so, wie sie gedacht war. Wenn es irgendwann mal ein Deluxe Audio Strap oder so geben sollte, ja, wie es das für die HTC Vive gab, dann werde ich da auch zuschlagen. Aber ich bin der Meinung, dass ja, die Sachen, die Oculus selbst bis jetzt für die Quest rausgebracht hat, das sind die Kopfhörer und das Travel Case und eben das Oculus Link Kabel, schon wirklich sehr, sehr gute Zubehörteile sind. Und ja, warum bei so einer günstigen VR-Brille, ja, die bei knapp 400 Euro liegt, entsprechend nochmal hier und da ein paar Gimmicks dazu zu kaufen, finde ich unnötig. Wenn ihr unnötig viel Geld ausgeben wollt für eure Quest, dann könnt ihr natürlich solche Kopfbands, Handriemen, sonst irgendwas euch dazu holen. Ich finde es überflüssig. Die Quest ist sehr, sehr gut ausgestattet mit dem, womit sie kommt. Und entsprechend, ja, war es das soweit. Ich hoffe, das Video war jetzt nicht allzu lang. Bis dahin bleibt mir nichts weiteres zu sagen als Gaming Fitness. Let's you see on GuxTV.